Hey ho, liebe Freunde, willkommen zu unserem neuen Video bei Eleuchtet. Merkt ihr den Schwung, den ich euch rüberbringe? Das habe ich mir bei Joe Biden abgeguckt. Und der kommt ja auch jugendlich rüber und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch der Meinung, dass ich 25 Jahre alt bin. Ich habe ein gutes Gefühl. Heute, Update 2022, Punkt 36.2, meine ich. Also so genau verstehe ich es auch immer nicht mit den Punkten und den Kommas und was da alles drin ist. Aber gestern war der 6. Oktober und ich habe ein neues Update bekommen und das finde ich mal richtig schön. Die anderen Updates, die alle so kamen, da gab es dann mal hier Sprache, jetzt auch können Sprache Kongo oder Litauen oder irgendwas, das interessiert mich nicht so wirklich. Jetzt gibt es aber Energieoptionen und neue Funktionen, die ich super, super toll finde und das möchte ich euch gerne zeigen und auch wir wollen es heute testen, was wir damit machen können. Gucken wir uns das Update mal an, was er da hochgeladen hat und hier also die Versionshinweise. Wenn wir mal direkt auf den Bildschirm gehen, 2022-36-2, also vorne wieder so ein bisschen Gebimmel, staatliche Vorschriften, da hat Tesla irgendwas gemacht, was man nicht machen darf. Interessiert mich jetzt nicht so, außer dass ich ein bisschen genervt bin, dass alles hier genervt wird. Aber hier haben wir eine neue Energie-App, die zeige ich euch gleich. Da zeigt er während der Fahrt was an. Ganz toll. Auch Leistung Batterie, Heizung wird was Neues angezeigt. Gehen wir gleich mal rein. Und die Tesla-App. Die zeigt neue Funktionen. Seht ihr gleich meine Einblendung. Beziehungsweise im Laufe des Videos, was die da so macht. Super. Was er noch so in dem Update macht, ist dynamische Bremsleuchten. Das bedeutet, wenn wir irgendwo in Stau kommen, machen eine Vollbremsung, dann bremsen hinten die Rücklichter, blinken dann, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Das kennen wir aber von anderen Autos auch schon. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wird es schon geben hier beim Tesla. Also bin verwundert, dass das jetzt erst kommt. Aber wenn wir im Stau anhalten, werden gleichzeitig wird noch die Warnblinkanlage angeschaltet. Finde ich auch ganz gut. Ist aber hier, da haben sie das Rad nicht neu erfunden. Also das ist, ja. Bei den Superchargern sehen wir jetzt so ein Diagramm. Das ist auch, wenn wir auf den Supercharger gehen, wirklich 1:1, genauso wie man das auch hier bei Google kennt. Hier, dieser Laden hat geöffnet, wann kommen die meisten. Zeigt er auch so an. Das ist neu, ob man es jetzt braucht. Ich weiß nicht, wenn ich unterwegs bin und ich muss zum Supercharger, dann bringt mir auch die Grafik nichts. Dann sage ich auch nicht hier, ach nee, dann stelle ich mich jetzt an den Straßenrand bis 23.30 Uhr und dann ist ja wenig los, dann fahre ich dahin. Also, nee. Ja, das hätten wir, aber was mich am meisten hier anschärft, sind diese Energieoptionen. Und wir fahren jetzt gleich mal einkaufen und testen das. Ja, unser Shoppingcenter befindet sich so 26 Kilometer entfernt. Und jetzt haben wir das mal als Ziel eingegeben, auch wenn wir so finden würden. Und können hier mal gucken. Er zeigt jetzt an, wie viel Prozent wir verbrauchen. Wie viel weniger oder mehr wir verbrauchen, wenn wir fahren. Also das ist alles neu, das gab es vorher nicht so. Und vor allem hier unten, es zeigt an, was die einzelnen Abnehmer hier verbrauchen. Fahren, Klima, Vorkonditionierung und auch Höhe. Also das finde ich total abgefahren, weil er sagt, okay, wir fahren irgendwo einen Berg hoch, da brauchen wir ja so und so viel Prozent Akku mehr quasi, als wenn wir geradeaus fahren würden. Und Berg runter zeigt er auch an. Also das ist echt so ein, okay, man könnte sagen, auch vielleicht ein Tool für Nerds. Aber nee, eigentlich, also ich finde es jedenfalls sehr geil. Sowas gucke ich mir total gerne an. Hätte ich mir auch bei anderen Autos schon gewünscht, dass man einfach mal sich sowas angucken kann. Vor allem interessiert mich jetzt gleich, wie viel die Klimaanlage verbraucht. Weil der ja immer schon, also wir haben jetzt aktuell so 13 Grad und die macht und tut ja ständig, heizt uns auf. Bin mal gespannt, was da so für Einzelwerte rauskommen. Wir werden das jetzt so machen, wir fahren hin, eher zurückhalten, sehr langsam. Gucken mal im Vergleich zur Prognose. Auf der Rückfahrt würde ich mal schwingen lassen ein bisschen. Mal gucken, was das bedeutet. Ja, zur Tesla-App. Das seht ihr hier in der Einblendung. Da wird jetzt auch das Audio angezeigt. Also jetzt, wir hatten gerade Radio an. Und er zeigt jetzt an, welcher Sender ist, welches Lied gespielt wird. Und ihr könnt damit die Sender wechseln oder laut und leise könnt ihr machen über die App. Das ist natürlich jetzt total gut. Das müsst ihr auf der nächsten Familienfahrt, gebt ihr euren Kinder, Frau oder Mann und der Oma am besten noch, installiert ihr schön die Tesla-App, dann können die, jeder kann den Sender ständig verstellen im Auto. Da habt ihr richtig Spaß. Ja, aber ich finde es ganz nice.
Jo, mittendrin. Wir sind auf der Autobahn, wie man sieht. Fahren jetzt so 110, 120 langsam, auch mal überholen, aber echt mit einem schmalen Fuß. Und wenn wir jetzt auf die App gucken, sehen wir, dass wir 3,4% Akku verbraucht haben, aber 0,5% weniger als laut Trip-Prognose. Super toll. Wir haben Höhe 0,1, das muss ich mir nachher nochmal in Ruhe angucken. Klimaanlage hat 0,1% verbraucht. Geht ja, könnte schlimmer sein. Und wir sind hier voll auf grün. Hier haben wir mal so viermal mehr verbraucht, sind wir wohl ein bisschen schnell den Berg hochgefahren und jetzt bewegen wir uns so drüber. Also wenn ich mir das jetzt so überlege, auf einer langen Urlaubsfahrt, wo es mal richtig um Kilometer geht, finde ich super toll, wenn man so sieht, dass man so oben drüber ist. Und wenn wir am Ziel sind, dann gucken wir uns mal die Auswertung an. Gut, schauen wir uns mal an, wie die Hinfahrt war. 15,9 kW, also wirklich, wie gesagt, ganz schmal, 27 Kilometer gefahren. Und jetzt der neue Bildschirm. Wir sehen, dass wir 5,7% Akku verbraucht haben. 0,4% weniger als bei der Trip-Prognose. Ist ja super. Und vor allem hier, also hier der graue Strich, das wäre ja die Fahrt gewesen, die er so geplant hat. Und wir waren jetzt oben drüber und sind mit 83,4% Akku angekommen. Also viel schöner. Und wenn ich sowas mir jetzt hochrechne und sehe für eine lange Fahrt, also da kann man viel mitmachen, finde ich. Und ich will es hier nochmal zeigen. Er sagt uns sogar noch Reichweitentipps. Mit einer Geschwindigkeit von unter 110 km/h hätten sie 0,1% bei dieser Fahrt gespart. Naja, gut, beeindruckend. Also gut, es waren jetzt auch hier knapp 30 Kilometer. Ist nicht so aussagekräftig und 0,1% ist natürlich Firlefanz, kann man vergessen. Wir sind ja aber jetzt auch hin langsam gefahren. Ich bin mal gespannt, was auf der Rückfahrt da steht. Hier zeigt er 5,1% bei der Fahrt verbraucht und davon 0,2 Klima. Konditioniert hat er überhaupt nicht, weil wir wollten ja auch zu keinem Charger. Und Höhe 0,2, alles andere 0,2. Echt hier spannend. Finde ich total spannend. Gefällt mir das Update. Was wir uns auch anzeigen können übrigens, wie viel verbraucht er beim Parken? Sagen ja viele hier, ich habe meine Batterie geht leer. Gibt es auch diesen Vampire Train oder so, wie sich das nennt? Vampire Train. Dass das Auto Akku verliert, obwohl man gar nicht fährt. Und hier gibt er uns eine Möglichkeit mal zu zeigen, wo geht es eigentlich hin? Überhitzungsschutz, Vorklimatisierung, Bildschirmzeit. Da hätte man sich ja fast unser Video sparen können, wie viel verbraucht der Hundemodus, Campingmodus, weil hier wird es dann auch mal ganz konkret angezeigt, so mit Nachkommastelle. Also, gefällt mir. Ja. Gehen wir mal schön shoppen und dann steigen wir wieder ein und lassen ihn mal ein bisschen brennen auf der Rückfahrt. Mal gucken, was da rauskommt. 48 Minuten waren wir einkaufen und haben mal den Wächtermodus angemacht, als wir weg waren, weil man ja auch den Parkverbrauch messen kann. Das wollen wir euch gerne nochmal zeigen. Wir sehen jetzt, Wächtermodus 0,2% hat er verbraucht in 48 Minuten. Na, sagen wir mal 45 Minuten. Und 0,2% Bildschirmzeit. Das war aber, bevor wir hier rein und raus sind, haben wir noch ein bisschen rumgeklickt. Ja, nur so zur Info. Auch interessant. Wollen wir mal länger laufen lassen. Jetzt auf der Rückfahrt 35 Kilometer werden wir fahren und wir lassen ihn brennen. Er sagt, wir kommen mit 74% an, wenn wir gechillt fahren. Ich glaube nicht. Mit Ansage. Kurz vor Testende. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Alles schön orange. Also schön schnell auf der Autobahn gefahren. Wir haben 11,3% verbraucht für, was hatten wir, 34 Kilometer. Also sportlich. 5,1% mehr als Prognose. Aber hier, plus 5,4 zeigt er. Wow. Geht. Ja, Klima 0,2 ist nichts. Und das finde ich ja, Reichweitentipps, das finde ich ja super interessant. Das heißt, wenn wir 110 gefahren wären, hätten wir ja 2,7% weniger verbraucht. Was ich aber nicht verstehe, weil hier steht 5,1 haben wir mehr als in der Trip-Prognose verbraucht. Aber wären wir 110 gefahren, 2,7 weniger. Ist ja irgendwie komisch. Das heißt ja, in seiner Prognose muss er eigentlich von einer Geschwindigkeit von unter 110 ausgehen, dass wir da irgendwie mit 90 über die Autobahn fahren oder was? Also, da stimmt was nicht. Am Ende noch letzter Hinweis, Bremspedal haben wir mehrmals benutzt, weil wir schnell gefahren sind, mussten dann auch mal in die Eisen gehen, als einer rausgezogen ist. Und das macht sogar 0,3% hat das jetzt ausgemacht. Also,
Ich finde es super spannend, das Update. Gerne mehr davon, vielleicht noch mehr Einstellmöglichkeiten oder dass man noch was gucken kann. Nicht nur jetzt für den Trip, sondern vielleicht, dass man selbst dann Reset drücken kann oder letzte 100 Kilometer oder so, wie man das so kennt. Einfach ist ja kein Ding, wenn es schon sowas gibt, dass man da noch mehr Möglichkeiten einbaut, lieber Elon. Aber an sich schon mal finde ich toll. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Bin gespannt, wie sich diese App weiterentwickelt. Euer Eleuchte.